Also Leute, im letzten Part haben wir, im letzten Part von Let's Play Assassin's Creed 1 mit Dragonlance, wollte ich sagen, haben wir unser Attentatsziel Wilhelm von Montferrat getötet und jetzt müssen wir immer noch entkommen. Und ja. Das dürfte sich als leicht erweisen eigentlich. Will er etwa gegen uns kämpfen? Ja. Soll ich etwas anderes für euch haben? Ja. Ja. Siehst du? Du wirst doch Angst haben. Was war das? Kein Tanzen erlaubt. Das ist unfair. Tja. Und bam. Alter, wie liegt der denn da? Ach du Scheiße. Oh. Ich mach mal diesen Drecks-Wegpunkt da weg. So, jetzt müssen wir noch einen Weg aus der Burg finden. Und ich weiß ja schon genau, wie da hinten war. So eine schöne Leiter. Ach du. Lecco mio. Komm schon. Das schaffen wir doch. Schnell. Dann hier so. Wir können leider nicht schwimmen, sonst wäre das nämlich für Ezio schon ein Fluchtweg. Aber wir nehmen einfach den Weg, aus dem wir gekommen sind. Habt ihr gerade gesehen, wie das Band, was da so um diesen Balken, wo ich gerade drüber gelaufen bin, gebunden war, gebackt hat? Okay. Und hä? Mal gucken. Wenn wir das nicht so schaffen, dann so. Ja. So. Und gut. Ich glaube, das haben wir souverän gelöst. So. Versuch, da gehen wir weiter. Hachi, Hachi, Hachi. Da geht's nicht weiter. Ah! Zu vorhersehbar. Ja, flieh du nur. Ach, komm schon. Ich mag die Musik, die da läuft. Ach du. Krüge! Ihr könnt gegen den Krug sehen nichts tun. Er läuft durch Kriege und wird euch alle loswerden. Ach du Scheiße, du Bürger. Ah! Das war knapp. Wow. Verfolgen mich. Si vous l'apercevez. Lass mich! Eine Flagge! Hier ist erstmal die Musik unterbricht. Weg hier! Ich mag die Action-Kamera irgendwie. Lass mich! Hachi! Hachi! Hui! Ja, das war sehr profitabel. Lass mich! Nicht in den Weg. Danke! Für den Händler da, der da erstmal ein Opening frei macht. Ah, hier dasselbe. Den Händler nutzen. Bisschen abhängen. Nicht so gemeint, sondern im Sinne von Wachen abhängen. Nicht im Sinne von chillen. So. So. Nee, nee. Voll die Penner. Ah! Und Hachi. Ah! Hachi! Hachi! Lass mich! Hachi auf Doom! Motte! Die ist da richtig reingebackt. Hätte getötet werden können. Hätte? Hätte, hätte Fahrradkette. Hat ihr Bein gesehen? Hier. Lass mich! Warum läuft er so langsam? Ah! Penner! Verdammt! Das kann doch nicht sein, in der Sackgasse! Ich komme mit allen davon! Wenn ich will! Meint ihr? Ich glaube, ich werde schon entkommen. In gewisser Weise sogar. Meisterhaft. Ach du Scheiße! Hui! Die Flöte, Alter. Die abgeht. Das
wird uns in dem Fall sowieso nichts nutzen. Klingeln wird die Glocke immer noch. Aber wir haben wenigstens erstmal einen kleinen Anonymitätsstatus, den wir sowieso bekommen müssten. Und soweit ist es ja, denke ich mir, auch nicht mehr. Oh. Vergiss, was ich sagte. Was macht der denn hier? Wo ist er hin? Ja! Ey, das war jetzt wirklich unfair. Ah! Was hier? Dann, da geht's nicht lang. Ah. Ah. Hat er sich gerade zum Schlagen bereit gemacht? Scheiße. Nein. Scheiße. Nein. Lass mich. Ah. Weg mit euch. Allesamt. Was hier? Das ist meine Stadt. Lass ihn nicht entheilen! Wenn die echte Kamera auf den fixiert ist, den ich gerade wegwerfe, ist das irgendwie nicht so gut. Jetzt aber! Ready for a fight? Ei! Lass es nicht so weit kommen, dass ich entkomme. Ja. Patrick Diggory? Wie hast du mich genannt? Ja, Stick! Hä? Ist das noch jemand? Du vielleicht? Oder? Du! Scheiße! Was ist das eh nicht für ein Angriff? Warum werft ihr mich immer? Du! Komm her! Ja! Warum ist der denn umgekippt? Ich wollte schon lange mal unter keinem Zeitdruck fliehen, deswegen habe ich den letzten Part so beendet, wie er war. Man kann so viel Schabernack treiben, wenn man flieht. Schwäch! Naja! Seiya! Bin Link! Ja! Hui! Amen! So, und wir sind auch schon fast da. Irgendwie hinter der Mauer ist es da. Hui! Autsch! Ich darf die letzten Meter noch hinfallen. Genau, 30 Wachen können mich nicht aufhalten, aber 2 Bürger. So, wir haben es geschafft. Ich bin gerade ziemlich abgegangen. Während der ganzen Mission hier bin ich ziemlich abgegangen. Freut mich. Was führt euch hier? Wilhelm von Montferrat ist tot und mit ihm seine Ränkespiele. Es war gut, Akon vor seinem Griff zu bewahren. Aber warum jetzt, wo die Kreuzfahrer mehr denn je zusammenhalten müssen? Er hätte warten können. Warten? Worauf? Dass Richard zurückkehrt und seine Intrigen entdeckt? Nein. Es war die rechte Zeit für ihn zuzuschlagen. Seltsam. Ich war sicher, er wollte Akon für Konrad, aber er bestritt, dass dies sein Plan gewesen sei. Dem Wort einer Schlange, die auch im Sterben noch Gift produziert, ist nicht zu trauen. Ich sollte das mit Al-Mualem besprechen. Ja, mein Freund. Eilt nach Masyaf. Er wartet sicher sehnlichst auf euren Bericht. So tun wir dies. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. So, und diesmal werden wir nach Masyaf reisen. Auch deswegen habe ich den Schnitt im letzten Part so angesetzt, wie er war. Damit wir das endlich mal in einem Part machen können. Natürlich reisen wir nach Masyaf. So. Bei verzögerter Steuerung durch kleinen Bildschirm, der sowieso verzögert ist. Sie können zur Ablenkung heimlich töten, indem Sie ein Messer werfen, jemanden von einem Dach stoßen oder ein unauffälliges Attentat durchführen. Tue ich genau das! Ich habe den Faden verloren. Danke dir! Ansagerstimme. Gott, wirklich? Ich. Hören wir lieber den Lehren von Al-Mualim zu, denn immerhin ist der wichtiger als das, was ich hier zu sagen habe. Viel Spaß! Tretet vor, Alter, ihr. Berichtet von euren Fortschritten. Ich tat, wie mir geheißen. Gut, gut. Ich spüre, dass ihr mit den Gedanken woanders seid. Sprecht darüber.
Jeder, dem zu töten ich geschickt wurde, spricht kryptische Worte zu mir. Jedes Mal komme ich zu euch, um Antworten zu finden. Jedes Mal erhalte ich nur weitere Rätsel von euch. Das muss enden. Wer seid ihr, dass ihr so mit mir sprecht? Ich bin es, der eure Aufträge ausführt. Wenn ihr das fortzusetzen gedenkt, so sprecht endlich frank und frei mit mir. Gemach, gemach, Junge. Dieser Ton gefällt mir nicht. Und ich mag eure Verwirrungen nicht. Ich bot eine Gelegenheit, eure verlorene Ehre wiederherzustellen. Nicht verloren. Genommen. Von euch. Und dann lasst ihr mich sie holen, wie ein gottverdammter Hund. Mich dünkt, ich werde einen anderen finden müssen. Schade. Ihr zeigt großes Potenzial. Hättet ihr einen anderen, hättet ihr ihn längst entsandt. Ihr sagtet, meine Fragen werden beantwortet, wenn ich nicht mehr danach fragen muss. Ich frage nicht mehr. Ich fordere, dass ihr mir sagt, wie diese Leute in Verbindung stehen. Ja, ihr habt recht. Diese Männer sind verbunden durch einen Blutschwur, ganz wie der unsere. Wer sind sie? Non nobis, Domine. Non nobis. Templer. Nun erkennt ihr das wahre Ausmaß von Robert de Sables Macht. All diese Männer. Statthalter. Heerführer. Sie alle haben ihm die Treue geschworen. Ihre Werke können nicht einzeln betrachtet werden, oder? Nur als Ganzes. Wonach streben sie? Eroberung. Sie wollen das Heilige Land nicht im Namen Christi, sondern für sich selbst. Was ist mit Richard? Salah al-Din? Jeder, der sich den Templern entgegenstellt, wird vernichtet. Seid versichert, dass sie Mittel und Wege haben. Dann muss man ihnen Einhalt gebieten. Daran arbeiten wir, Altair. Für eine Zukunft ohne solche Ränkespiele. Warum habt ihr mich belogen? Damit ihr den Schleier selbst lüftet. Wie immer geht das Wissen der Tat voraus. Selbst erworbenes Wissen ist besser als erlerntes. Im Übrigen hat euer Verhalten in letzter Zeit nicht eben Vertrauen erweckt. Verstehe. Altair, eure Mission ist unverändert. Nur eure Wahrnehmung der Umstände hat sich geändert. Und gewappnet mit diesem Wissen werde ich die übrigen Templer vielleicht besser verstehen. Sonst noch etwas, das ihr wissen wollt? Der Schatz, den Malik aus Salomons Tempel brachte. Robert schien ihn verzweifelt zurückhaben zu wollen. Altair, bei Zeiten wird euch alles klar werden. So wie euch die Rolle der Templer offenbar wurde, werdet ihr auch die Natur ihres Schatzes erkennen. Fürs Erste findet Trost darin, dass er nicht in ihren Händen ist, sondern in unseren. Wenn das euer Wunsch ist... So sei es. Ihr habt einen weiteren Rang zurückgewonnen. Nehmt eure Waffe. Möge sie helfen, der Bruderschaft Ehre zu machen. Altair, bevor ihr geht... Ja? Woher wusstet ihr, dass ich euch nicht töte? Ehrlich gesagt, Meister, gar nicht. Ich habe meinem Glauben vertraut. Nun, ich würde mal sagen, das ist im Prinzip gerade so gut gegangen. Und jetzt wissen wir ein bisschen mehr über die Verschwörung. Blutschwur, genau wie Assassinen. Die Templer, das komplette Gegenstück, unser Feind. Damit wissen wir, wie wichtig unsere Mission ist, die wir hier ausführen. Dass es im Prinzip die wichtigste Mission im ganzen Orden ist, die mit etwas viel Größerem verknüpft ist, dessen Ausmaß wir uns nicht mehr vorzustellen wagen. Ich bin Drake Linus, das war Assassin's Creed 1 für diesen Part. Wir sehen uns im nächsten Part, wenn es heißt... Der 7. Attentat möge beginnen. Bis dahin, ciao.